Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von 4 Independent. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr in Photoshop diesen kleinen Video-Info-Zeiger-Dingsbums erstellt. Also sprich, bei euch im Channel könnt ihr hier jetzt anzeigen, wie, wo, was ist. Und ja, dazu machen wir ein neues Dokument, Datei neu. Und nehmen die Maße, wie ihr wollt. Ich nehme jetzt einfach mal die Maße. Könnt die Maße nehmen, wo ihr wollt. Wie gesagt, könnt ihr dann gleich bei dem Channel einfügen. Und ja, dann machen wir mal okay. So, jetzt erstellen wir jetzt erstmal diesen groben Umriss. Dazu machen wir hier auf diesen Rechteckwerkzeug. Können wir gehen, oder ihr könnt auch abgerundete Werkzeug nehmen, ob ihr das rund haben wollt oder eckig. Die Grundform mache ich eckig und dann kommen außenrum die Rundungen hin. Also, dann macht es einfach so eine Linie, wie groß das sein soll. So ungefähr. Ich habe jetzt hier noch so einen Schlagschatten, so ein Vertiefung, den tue ich einfach in die Beschreibung rein, die Seite, wo ihr das downloaden könnt. So. Dann machen wir Rechtsklick auf die Ebene und Moment, so Rechtsklick rastern und gut ist. Dann werden wir jetzt mal zu den äußeren Rundungen kommen. Dazu machen wir Rechtsklick auf dieses Rechteckwerkzeug, gehen auf das abgerundete Rechteckwerkzeug. Radio von 10 Pixel reicht, hier das erste Symbol habe ich ausgewählt und hier mache ich jetzt mal einfach keine. Also sprich, das ist jetzt einfach weiß. Das ist jetzt einfach mal weiß ist. Ah, blöd. Schwarz. Da ich weißen Hintergrund gerade habe. So, dann zieht sie ungefähr, dass es eine kleine gerade Kante hat. Aber nicht so darfst. Kann schon ein bisschen überstehen, da es ja ein bisschen in der Channel reinguckt. Und ja, so vielleicht. Machen wieder Rechtsklick. Rastern. Und können jetzt hier so einen nehmen, den wie auf der gleichen Seite ist es verlinkt. Und ja, so, ich glaube, das dürfte gewesen sein. Kann ja mal gucken. Ja, das war er, das sieht man jetzt bloß nicht, da ja da der Hintergrund ist. So, dann kopieren wir das, entweder Steuerung J oder wir ziehen es einfach hier unten auf dieses Ebenensymbol. So, haben wir die Kopie. Gehen auf Bearbeiten, frei transformieren oder STRG T und ziehen es dann einfach nach unten. Pfeiltaste und Shift geht auch, so mache ich es jetzt gerade. So und machen das erneut, STRG J oder wieder runterziehen. Ich habe STRG J gedrückt und STRG T oder Bearbeiten, frei transformieren. Und drehen hier einfach an der Kante, damit so ein Pfeil kommt. Und drehen das dann einfach so hoch mit Shift. Immer so Schritten, dass es gerade ist, also 90 Grad Winkel. Und wieder mit der Pfeiltaste ein bisschen anordnen. Das ist jetzt sowieso ein bisschen zu klein, aber das werden wir jetzt gleich ändern. Ich passe das mir in die Mitte an. Und drücke dann einfach mal Alt an diesem mittleren Punkt. Und ziehe es mir dann einfach mal hoch. Bisschen drüber, da ich hier oben nicht ganz dran bin. Ja, so. Schau jetzt da unten näher hin und jo, so. Ja, drück Enter. So wieder ein bisschen raus. Und hier haben wir das. Ich ziehe jetzt aber die Ebene unter diesen anderen zwei Streifenebenen, da das ja darunter sein soll. Aber über diese Ebene ist so. Ja, so kann man das lassen. So habe ich es jetzt auch in meinem Channel gemacht, aber das sieht man hier nicht, da es ja dunkel wird. Und ja, dann könnt ihr eigentlich auch mal hier Shift gedrückt halten auf diese Ebene, also auf diese. Haben wir eine Auswahl und gehen dann mal, schauen wir mal, auf diese Ebene und drücken dann einfach mal vorne. Und das machen wir an der anderen Ebene auch noch. Diese Pfanne.
Jetzt haben wir das genau abgerundet hier. Kommt auf Geschmack an. So, dann machen wir Rechtsklick wieder auf das abgerundete Rechteckwerkzeug und nehmen uns das Rechteckwerkzeug. Und ziehen hier jetzt, da kommt ja die Schrift drin, was da drin stehen soll. Ich mache das jetzt ein bisschen größer. Setze es mir so hin. Rechtsklick. Rastern. Und nehme jetzt den gleichen Verlauf, aber da das jetzt nach außen scheint und ich will es ja hier nach innen scheinen, dass es scheint, so halt vorkommt, gehe ich einfach hier auf abgeflachte Kanten und Relief. Moment. Und können hier jetzt einfach bei Glanzkorrektur das einfach auf Grad stellen oder was immer ihr wollt. Ich nehme jetzt Grad. Und können hier den Schatten nach Schlagschatten entfernen oder ihr könnt ihn dran lassen. Das kommt auf Geschmack an. So. Ja. Können wir jetzt hier nur gucken, ob wir irgendwas finden, was wir nicht so haben wollen. Schatten nach innen vielleicht raus. Ich lasse es aber drin. So. Und jetzt können wir das Textwerkzeug nehmen, Farbe Weiß. Ich nehme jetzt die Schriftart Arial und schreibe jetzt einfach mal Photoshop Tutorials rein. Und wieder STRG T. Vergrößere mir das und habe mal voll den Fehler drin. Das werde ich jetzt ändern. So, und jetzt mal mit Doppelklick auf diese Ebene und geben den hier eine kleine Kontur. Klicken drauf und nehmen von mir aus 2 reicht und drücken OK. Jetzt können wir diese untere Ebene, also diese, duplizieren unter STRG J und ziehen es einfach nach unten. Und nochmal mit dem Pfeiltasten und Shift nach unten. Es kommt jetzt darauf an, wie viel Sachen ihr in eurem Channel habt. Bei mir wäre es jetzt Photoshop, Cinema und Tipps und Tricks. Und darum 3. Duplizieren die Textebene und ziehen das wieder auf erstmal ganz nach unten. Und duplizieren wir das nochmal und ziehen es mir in die Mitte. So, jetzt gehen wir erstmal in diese Ebene, wo in der Mitte ist. Gehen auf das Textwerkzeug und markieren das und schreiben hier zum Beispiel Cinema 4D Tutorials. Und jetzt auf diese Photoshop Tutorials Kopie heißt die und nennen es einfach Tipps und Tricks. Können wir das noch vielleicht ein bisschen anpassen, vielleicht ein bisschen mit hier rein. Und ja, das wäre jetzt eigentlich so ein kleiner Banner. Not wie ihr das haben wollt. Ich kann jetzt zum Beispiel jetzt hier mal zur Verdeutlichung einfach hier mal so eine Kante hinziehen. Ziehen wir das einfach mal ganz nach oben, damit das ja überblendet wird und nehme einfach irgendeinen Stil. Rechtsklick. Rastern. Und so würde das dann vielleicht im Endeffekt aussehen. Ihr könnt jetzt noch mit dem Pfadwerkzeug hier so Schläuche hinlegen und was weiß ich nicht alles. Das war jetzt eigentlich nur das kleine Infovideo, wie ihr so einen kleinen Nebenbanner machen könnt. Weiß ich nicht, wie ihr anders sagen sollt. Und ja, falls euch das Tutorial gefallen hat, schreibt es mir. Und wenn es nicht gefallen hat, dann entweder drückt einfach weg oder müsst ihr nicht gleich schlecht bewerten oder so, weil man gibt sich ja Mühe für so Tutorials. Könnt ihr schreiben, was schlecht ist, aber naja, was wir machen. Dann bis zum nächsten Tutorial. Man sieht sich. Tschaußen.